Tutorial-Erzähler gesagt hat, diese Brücken beschleunigen meinen Weg über Wasser, wie man jetzt hier gesehen hat. Ich habe die Brücke gebaut und meine Imps. Meine Imps können jetzt dieses Gebiet hier erreichen. Das können sie ja normalerweise nicht, weil sie nicht über Wasser gehen können eigentlich. Obwohl können sie schon, aber sie nehmen halt kein Gebiet in Besitz, was nicht an mein eigenes angrenzt. Was an mein eigenes Gebiet angrenzt. Hier in dem Fall machen, hier wo ich die Brücke jetzt gebaut habe, machen sie es dann doch. Also können dann das Gebiet da einnehmen und so konnte ich einmal an das versteckte Objekt rankommen, als auch an das Gold, was hier noch liegt. Und hier hinten müsste dann irgendwo ein Heldeneingang liegen, da wo die Helden hergekommen sind. Ah, ich habe das Gefängnis gefunden. So. Bauen wir hier rüber, dann können wir hier das Gold auch ausbuddeln. Und noch ein Imp. So, der Imp nimmt mir das Gefängnis in Besitz, dann stehe ich schon mal einiges besser da. Weil das Gefängnis. The prison is the place where imps will drag your wounded victims. There they'll rot and perish, turning last to bones. Then skeleton creatures will emerge, created, yours to use in battle with your foes. Ich wollte es nicht aufnehmen. Ich suche eigentlich mehr Imps. Nein. So. Und zwar kann ich jetzt meinen Imps sagen, indem ich sie hier ablade, sie sollen sich die Gegner schnappen und sie hier ins Gefängnis. Your dungeon heart is under attack. Ins Gefängnis stecken. Ah, das hier ist jetzt gerade ein ziemliches Kuddelmuddel. Noch ein Wachhaus hier hinstellen. Und gut ist erstmal. So. Die beiden verrotten jetzt hier drin in dem Gefängnis und werden zu Skeletten. Eigentlich ziemlich gute Kampfeinheiten. Eigentlich eine der besten Einheiten im Dungeon überhaupt. Wenn man es so sieht. Ah, du gehst mal da weg. So. A dark elf will become unhappy because she has no lair. Ja. Letzte müsste ich eigentlich. A creature has died in your prison and has risen as a skeleton. The skeleton. This fearless set of bones needs neither sleep nor nourishment. Its only urge to kill, and when in battle marches forth and slays without remorse. Your imps are diligent in their retrieval of the dying and the slain, but only when on land you've claimed. So when a creature perishes on water or on lava, it is for you to build a bridge beneath it. Only then can it be dragged to where it serves you best. Also ja, wie er gerade gesagt hat, sobald Gegner in meinem Gefängnis sterben hier, so wie jetzt gerade eben, werden sie zu Skeletten. Die müssen weder essen noch schlafen. Das heißt, ich kann sie einfach zum Training reinschmeißen und sie trainieren sich dann auf Max-Level hoch. Und dann kann ich sie ziemlich gut als Hauptangriffstruppe nehmen. Du gehst dich mal ausruhen, du bist mir viel zu angeschlagen. Du auch. Your minions need a larger training room.
A creature has died in your prison and has risen as a skeleton. Wieder mal mein Dungeon Heart is under attack. Your possession spell has been upgraded. Dann kann ich mal meine Skelette hier einsetzen. So, jetzt muss ich mal dringend gucken, dass ich Türen und Fallen hier einbaue. Das geht ja gar nicht so. So aufdringlich, wie die Gegner hier sind. So, das dürfte reichen. It is payday. Ja, und meine Skelette verlangen am Zahltag nichts zum Bezahlen. Also die sind genügsam. Das Problem ist halt, man kann eben nur eine bestimmte Anzahl an Skeletten haben. In dem Fall ist es jetzt gerade abhängig noch von der Größe meines Kerkers. Kann ich gerade mal 4 Skelette haben. Und vergrößern kann ich den Kerker leider in der Mission auch nicht, weil ja, weil er durchgestrichen ist. A wooden door has been created in your workshop. So, dann stellt mir mal Verteidigungen auf. Die bräuchte ich nämlich mal dringendst. Jetzt trainieren wir mal die Skelette höher. Wenn sie alle Level 4 sind, schnappe ich mir alle Level 4, alle Skelette und gehe mal auf einen Angriffsversuch. A sentry trap has been created in your workshop. Ihr könnt ruhig auch trainieren. Ah, I see you have discovered a magical item. Kümmert euch mal um die hier eindringen wollen. Ah, hier ist ja auch noch ein offener Durchgang. Naja, ist egal. Die Sentry Traps, die ich hier platziere, dürften das Problem ja recht schnell lösen. So, ich habe einen magischen Gegenstand entdeckt. Ah ja, hier. Your creatures have been healed. Ah, das war jetzt praktisch. Also eine Sentry Trap has been created in your workshop. Sehr schön. Es dürfte uns ein bisschen mehr Verteidigung geben. Ich glaube, dann geht's da lang weiter. Hier patrouilliert gerade keiner. Hier auch nicht. Die sollen eigentlich alle trainieren. Das wäre mir gerade viel lieber. Am besten noch eine Sentry Trap hier hinstellen. Irgendwie kommen meistens die Gegner aus der Richtung, nicht aus der. Trap has been created in your workshop. Ja. So wie es aussieht, sind wir schon gut beisammen mit unserem Dungeon. Müssen wir nur noch die Angriffsarmee vorbereiten. Das heißt Armee, 4 Skelette. Und damit dürfte ich wenigstens halbwegs durchkommen. Ich benutze jetzt keine. Jetzt erstmal keine anderen Kreaturen, solange nicht die Furchtquallen weg sind. Ihr sollt nicht patrouillieren, ihr sollt trainieren. So. So, ich glaube, durch die ganzen Fallen dürften die gegnerischen Helden nicht mehr so leicht durchkommen. Gold habe ich noch genug? Ich wüsste doch gar nicht. Naja, okay, da ist noch ein kleines Fitzelchen Gold. Da kommt wieder.
Rückzug. Lass das schön die Traps erledigen. Der erste ist schon mal ausgeschaltet, jetzt fehlt noch der Magier. Und weg ist er. Jetzt nur noch warten darauf, dass die Skelette alle vier Level 4 erreicht haben. Oh, ich habe noch einen Gefangenen, aber ich kann halt keine weiteren Skelette mehr haben. Was Blödes. Ich glaube, das Maximum, also das Höchstmaximum waren 10 Skelette. Also egal wie hoch dann, wie groß dann das Gefängnis ist, mehr als 10 geht nicht. Man sieht auch schön, Skelette haben hier kein Bett. Wo sollen die auch schlafen, auf was? Ja, was ich schon in der letzten Folge ansprechen wollte, bevor die Aufnahme kurz unterbrochen war, fällt mir gerade so ein. Dunkelelfen schlafen auf Fliegenpilzen. Auch ein netter Anblick sicherlich. Und da ist ein Hühnchen im Schlafsaal. Jetzt nicht mehr. Also ich denke mal, die Skelette sind alle... haben alle ein gutes Level, also kann ich sie mir mal schnappen. Skelett. Ah, jetzt habe ich mir einen Troll geschnappt. Egal. Skelett. So. Wo ist das letzte Skelett? Das müsste hier auch irgendwo rumgeistern. Zwei Skelette habe ich schon mal. Da ist das letzte Skelett. So. Dann wollen wir mal auf zur gegnerischen Dungeon, sofern mir meine Kameraden folgen. Na, einer hat es soweit geschafft, mir zu folgen. Mal gucken, ob ich mich verlaufe auf dem Weg dorthin. Hier über die Brücke war's. Nein, das war falsch. Hier drüben war es irgendwo. Genau hier. Ah, da sieht man schon die Angst. With foreboding when they approach the fear traps here. It's only death which will enable any creature to surpass that fear. Ja, genau, schlagen wir auf die Furchtfallen ein. Uns können die ja zum Glück nichts anhaben, also den Skeletten. Weil Untote verspüren keine Furcht. Und wir sind drin. Ich merke gerade, als Skelett machen wir ziemlich viel Schaden gegen Kanonen. Also unser Troll ist entweder schon gestorben, wie wir in der Gruppe hatten, oder er ist vor Furcht weggelaufen und deswegen aus unserer Gruppe rausgeflogen. Jetzt noch die Kanone. Und auch zum Troll. Und da wir spawnen jetzt ganze Gegnerscharen. Autsch. Super gelaufen. Also wenn wir mal hier hindrehen. Autsch. Brauchen wir dringend neue Skelette. Obwohl. Die kommen uns angreifen. Das ist weniger schön. Das ist gar nicht schön. Eigentlich muss ich bloß den Lord loswerden. Also zu spammen mit Blitzen, bis er tot ist. Sweet victory is yours, brave keeper.